Austrians are normally a bit more ghoulish than Germans. I'm curious to see how ghoulish the Austrians can be over the Germans. Das ist Steinfisch, das muss... Stonefish. Das ist so toll. Sag ich, was ist mit dem? Der ist am Boden und den sieht man nicht. Warum soll ich 11 Stunden lang um 1500 Euro wohin fliegen, dass ich dann einen Fisch nicht sehe? Aber wurscht. Und dann hat er gesagt, wenn du den draufsteigst, der ist so giftig, bist du sofort tot. Boy, Mr. Shady. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. It's your boy again, Shady Shady, one and only, and we are back here again today on this beautiful day. Ich bin Shady Shady Anziger. So guys, as most of you know, my channel name is changed to King Shay. Some people said I should try King Shay the Kraut. I mean, I know what Kraut is, okay? It's a bit derogatory, but I mean, you guys know I say that of love, okay? I was thinking of using Kraut Singer, but that's rubbish. Some people said many different things, guys, many different things. Some people just said Shady the Anziger. Some say, anyway, King Shay is here to stay, hopefully, till we find a better name. Anyway, guys, today we had a request, okay, from Wolfgang Wiener. He said, hey there, I'm following you for a few months now, and I was wondering if you want to try to react to an Austrian comedian. I tried to add the subtitles, which wasn't that easy because some Austrian dialect is precious, so hard to translate, but I guess I did pretty well. Austrians normally are a bit more ghoulish. Austrians are normally a bit more ghoulish than Germans. Than German comedians. Are you joking, bro? Give it to me. Give it to me, okay? But I think this one will be fine. Do I feel safe? I don't feel very safe right now. Okay. You know what? Let's jump on this, okay? Let's jump on this. I'm curious to see how ghoulish the Austrians can be over the Germans. But before we start, make sure you smash like, subscribe, give me some love, guys. We're almost hitting 30,000 subscribers, guys. Let's go. Come on. All right, then. I'm just going to subscribe to you. Thank you very much for the subtitles, okay? I really love it. I love it. I love it. I've not even checked it yet, but I love it. All right, like. Oh, I'm the first. Please, also, all reactors, react to this, please. Let's get this started. Okay. Friend of mine asks, why don't you try to opt out? Mache. Ja. So, und da hat ein Freund von mir gesagt, weißt du was, warum versuchst du denn nicht auszuklinken aus dem Ganzen? Ja? Und das möchte ich Ihnen auch gerne mitgeben auf den Weg, vielleicht, dass Sie vielleicht sich ausklinken aus dem Ganzen. Wir leben eben in dieser hysterischen Zeit und so weiter, und vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn man mal durchatmet und weit wegfährt. Also der Typ hat zu mir gesagt, der Freund von mir hat mir gesagt, weißt du was, lern dich selber kennen. Versuch irgendwie den Sinn im Leben zu finden, fahr weit weg. Irgendwo hin zu gehen. Okay, super. Vielleicht Australien oder so. Drive to Australia und New York. Nein. Nicht schon wieder ablenken vom eigentlichen Sinn. Nicht von dir selbst ablenken. Fahr wohin, wo es nichts gibt. Nichts. Haben wir gedacht. Your friend advised you to go find yourself. Drive to a place that's so far away, where there's nothing. Nothing. Nicht. Yo, that's a recipe for disaster. That's how horror movies start. Okay, that's how those massacres start. You drive there, it's either get possessed and come back massacring people, or you go there, you get massacred. I mean, that's how movies are. But anyway, I guess drift. Yeah, sometimes it's good to drive far so you can think. Okay. Well, yeah. Oder... So I thought St. Poulton, capital and largest city of the state of Lower Austria. My guy violated, he violated his country. His country. Yeah. Oder wo kommst du her? Stinaz, genau. Und hat er gesagt, nein, fahr auf die Malediven. Die Malediven ist großartig, da gibt es wirklich nichts. Das ist ganz... Da ist nur, also die sind so klein, diese Inseln, das sind so 1500 kleine Inseln, die sind so klein, die Insel, auf der ich war, die war umrundet, müsst ihr euch vorstellen, in 11 Minuten. Das die ganze Insel, sie ist in 11 Minuten, also muss langsam gehen natürlich, ja, und es hat immer 30 Grad dort. Und ich habe gedacht, okay, ich fahre dahin, ich habe Flugangst, und ich habe gedacht, scheiße, aber vielleicht ist das die erste Aufgabe, dass ich meine Angst überwiege. Ich bin so ein ängstlicher Mensch eigentlich. Ich glaube dauernd, das was ist. Wissen Sie, kennen Sie das? Yeah, me too. Und ich denke mal oft, die hopplos, das ist so ganz komisch.
Wirklich, oft denke ich mir, ich hab was, irgendwas ist. Es ist was. Wieso ist was? Dann habe ich oft nichts, denke ich mir. I agree. I'm very much like you, okay? I'm very much like you. Well, I'm not very much like you right now. I used to be very much like you. I just think everything was wrong. Something must be wrong. But I got out of it, okay? I'm not there anymore. But yeah, you need to come out of it, bro. Okay. Wieso habe ich nichts? Vielleicht war was und ich... Es ist komisch. Manchmal denke ich mir, wenn was passiert oder wenn ich was höre oder lese, das ist ein Zeichen. Hm. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Fischen auch. Es war überhaupt die Frage, warum fahre ich da eigentlich hin, weil ich habe ein bisschen Angst vor diesen Fischen, die es dort gibt und so. Die Leute sind ja Trotteln, weil ich habe der Freund hat mir gesagt, das ist ganz toll, da gibt es zum Beispiel den Steinfisch. Der Steinfisch, das muss... Stonefish. Das ist so toll. Sag ich, was ist mit dem? Der ist am Boden und den sieht man nicht. Warum soll ich 11 Stunden lang um 1500 Euro wohin fliegen, dass ich dann einen Fisch nicht sehe? Aber wurscht. Und dann hat er gesagt, wenn du den draufsteigst, der ist so giftig, bist du sofort tot. Jetzt bin ich tagelang mit dem Schnorchel und mit der Taucherbrille gestanden und habe ins Wasser reingeschaut, weil ich ja auch in Schönbrunn nicht in den Löwenkäfig reingehe, sondern von draußen reinschaue. Und war ein bisschen ängstlich. Und dann habe ich den Inder dort gefragt, diesen Typen, ein sehr netter Kerl, habe gesagt, excuse me, I have a question. Is it dangerous here in the water? Oh no, no, not dangerous, mate. Yo. His English, well, maybe I didn't hear it right, but it was almost pitch perfect. Wait, I think I heard this wrong. Okay, let's go. Reinschau. Und war ein bisschen ängstlich und habe den Inder dort gefragt, diesen Typen, ein sehr netter Kerl, habe gesagt, excuse me, I have a question. Is it dangerous here in the water? Oh no, no, not dangerous, mate. You're not dangerous. You're no problem. So I can swim out? No, not swim out. You're not. It's not dangerous. The only one thing. When you go out of the water and you swim in the water, and then you come back into the water, and all of a sudden get the olive from the water, it under the down, let on then, and you come the olive on the back, did it very dangerous. What is dangerous? What? Not dangerous. You can swim. It's not dangerous. No, his impression is very good. His Indian impression, his English accent. Und überhaupt, die Menschen sind dann so nett und so fröhlich, die verdienen 50 Euro im Monat und sind glücklich, nicht so wie wir, ja? Und dann habe ich mir diese Curries gegessen, diese typischen indischen Curries. Und da war einmal eine Frucht drinnen, die hat wirklich sensationell geschmeckt. Sensationell. Okay. Und dann habe ich den Typen, das ist eine wahre Geschichte, das ist wirklich passiert, den Typen it's gefragt. True story. Also, excuse me, what is it? The fruit. Und da ist er gestanden, Abarella. Und ich habe gefragt, what is it? It is Abarella. So, yeah, I know. But what fruit is it? Abarella. So, yes, but is it like a mango? No mango, it's Abarella. So, yes, I know, but listen, what is the European name? Abarella. So, yeah, but what family is it? Has no family, it's alone. And why did that sound funny? Why does that sound funny? He has no family, it's alone. No, that's kind of funny. Und am zweiten Tag... Abarella. Was liege da so am Strand und haben mir gedacht, jetzt bin ich eigentlich glücklich und ist es nicht toll hier? Wie wunderschön ist es? Und haben mir gedacht, jetzt könnt ihr eigentlich sterben. Und dann mal scheiße, warum, wieso? Na deppert, wieso, jetzt bin ich da im Paradies, wieso denke ich dann sterben? Das kann ja nicht sein. Und plötzlich, ich schwöre es, wenn es nicht erfunden ist, wirklich wahr, habe ich den Tod gesehen. Ist so dead. Ist wirklich wahr. Also zuerst habe ich nur gehört. Hinter mir ist gegangen. Snake. Oh Gott, das will, was ist das? Dreh mich um und seh den Tod. Schwarz angezogen, komplett schwarz angezogen. Ganz schwarz angezogen, komplett schwarz. Schwarze Handschuhe. Schwarze Socken, schwarze Flipflops. Black Flipflops. Einen schwarzen Schleier und vorne dann so einen Schlitz gehabt. Ninja. Und einen Besen in der Hand, mit dem er den Strand zusammenkehrt. Waren das die muslimischen Putzfrauen von dort? Das war... Yo, you can't say that, bro. That's a hijab. A hijab? No, hijab. No, the one that's covered is a hijab or hijab? It's a hijab. I think it's a hijab. Yeah. Oh my God. Like this guy's description, bro, is something else. I can't even laugh at this. Okay.
Alright. It wasn't death, 2 to 3 more joined, they were very kind. How can you come from that description, one extreme, to the next extreme, they're very kind? It's like saying you are beautifully ugly. Or you're kindly mean. Or you're meanly kind. Or you're sweetly sour. Or you're, you know what I mean? Like, the extremes. Very kind death. Nicht der Tod, da sind noch 2, 3 Kummern, die waren sehr, sehr nett. Und ich siehst, ich Trottel, ich brauche keine Angst haben vom Sterben, das war nicht der Tod. Und dann ist etwas passiert, wo ich gedacht habe, nein, es ist wirklich, also es war folgendes, es gibt dort Raben auf diesem Insel. Okay. Ist ganz eigenartig, also man fliegt ganz lang, wohin, ist mitten im Indischen Ozean und man hört den ganzen Tag, ich glaube, man ist im Herbst in Schönbrunn, nein, man ist auf den Malediven. Und 3 Tage später geht er aus meinem Bungalow raus und sehe auf seiner Palme, wie ein schwarzer Rabe so sitzt, so. Und der schaut mir direkt hin. Wirklich. Genauso wie jetzt. Also ohne Brünn halt. Und macht, denk mal, Alter, was hat er? Ein Burnout, das darf er nicht wahr sein. Das. Und auf einmal macht er, fällt am Boden und ist tot. Das ist wirklich wahr, ist nicht erfunden. Ich habe einen Raben sterben gesehen. Und denk mal, jetzt, das ist wirklich ein Zeichen. Das ist jetzt ein Zeichen, jetzt passiert was. Ich stirb oder es kommt ein Tsunami oder sonst irgendwas. Die Amerikaner greifen auch, bei dir da die ganze Zeit mit ihren Waffen. Die Amerikaner sagen uns Attack. Und die Amerikaner sagen uns Attack. Oh, das ist geil. Nein, ich verlasse jetzt diese Insel, ich brauche ein Flugzeug. Dreh mich um, auf der anderen Seite ein 2. toter Rabe. Ich schwör's euch. 2 tote Raben. Ich habe 2 tote Raben gesehen. Denk mal, nein, ich reise ab. Das ist genug. Ich reise ab. Dreh mich um, will in den Bungalow rein. Vor meinem Bungalow ein 3. tot. Und das ist jetzt, brauchen Sie nicht blöd schauen, das ist wirklich ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. 3 tote, es steht in der Bibel. In der Bibel steht, oder war es im Koran? Das weiß ich jetzt nicht. Nein, ich glaube, auf Atefam schon. 3 tote Raben und ich denke mir, ich muss weg, ich Vollidiot, wieso fliege ich daher, ich bin ein Volltrottel und gehe zu der Rezeption, das war so im Wellnessbereich und da sitzt so eine kleine Inderin, so klar war es nicht, aber man hat mehr nicht mehr gesehen und sage ich, listen, we have to leave. Just a little, not a little, but you're gonna see more of her. You know, his descriptions here are just out of this world. The terrible will happen, this is ein, do you want a mango juice? No, I don't want a mango juice. Please, I please you, listen to me. I have seen, das ist mir Rabe nicht eingefallen auf Englisch. I have seen, do you want a mango juice? No, I don't want a mango juice. You must relax, no relax. The relaxing is over. It's not, no relaxing anymore. We all must leave, we must all leave. Because I think I have a sign. A sign, you know a sign? A sign, I have seen a sign. The Americans will bomb your country because you all the day, Allah, Akbar, the tsunami is, you want a mango juice, no mango juice! I just want to something leave. Terrible is gonna happen. The devil is coming, the devil! Ich meine, da kein Teufel wird's kennen, der schaut nur deppert. The devil, don't you know the devil? I mean, I don't know him, ich weiß nicht, the devil. I don't know him, but yeah. A man with the two, he has the two. Das gibt's nicht, the two. Ich habe den Teufel gespielt, dass es versteht. The man with the one foot is like this. A bull. He has the two, and here he has a, the devil, Alter, das gibt's ja nicht, the devil, the man with the big dick in his ass, you know him, this. This guy's descriptions, yeah, is mad. It's in the man with the big dick in his Yo. This guy's mad. That guy with the big D in his bum. The most insane descriptions, okay, that I've heard in a long time. So, oh yeah, I know him. The man with the big dick in his ass is our manager. It's like, no. Oh! Please you so much, we must all leave, something terrible is going on, we will die. Und dann ist mir eingefallen, was Raben hast. The crows are dying.
The fall from the tree, I have seen tree from the tree. A one from the tree. All the tree on the floor, two on the floor, one on the tree. Falling down, all on the tree. The crows on the tree, dead, on the strand, on the strand. He shot not there, but you want the mango juice? No mango juice! The crows are dying. Why? Sie schaut mir an und sagt, of course. Of course the crows are dying. You know why? Because we poison them. Die vergiften durch die Rom. Hab ich sie angeschaut und gesagt, can I have a mango juice, please? Okay, interesting. Interesting. Thank you very much for this one. Okay, thank you very much. Okay, Wolfgang Wiener. Yo, you know what Wiener means in English? Anyway, let's not talk about that. Yeah, so basically, interesting. I'll say I like his descriptions. Like, the way he described things here are unexpected. Like, you would never think that anything can be described that way. Like, his descriptions are completely out of the box. Okay, I give him that. All right, he's a bit comic as well. He's a bit comic. I'll say his humor is very different for me. Okay, I mean, it was funny still, entertaining. I followed his story. Okay, I followed the whole storyline. But yeah, it was interesting in the sense that he paints a story and I'm expecting it to land in a certain way and then, boom, that's a plot twist. I'm like, oh, cool. I didn't see that coming. And then he painted another one again, saying he saw death. I was like, oh my days, how did he see death? He was like, he saw it in black and dark, then I had flip-flops. I was like, death in flip-flops. He's like that. I was thinking, ninja. He was like, oh no, they had hijabs. They were not deaf, they were kind. Oh, alright. And then, oh, the rivers are dying! I was like, oh my. Okay, what's gonna happen? Oh, they poisoned them. I don't know. Should I call it a bit anticlimactic? It was funny, but different kind of funny for me. But yeah. Anyway, big up to you, Nia Varani. Alright, keep it up. Alright, nice one. We're gonna check you out some more if we get more requests. Alright, then, yeah. Do let me know what you think about this in the comment section, guys, okay? Also, smash like, subscribe, give me some love, and share this to everybody. And see you soon in Germany. Peace out. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines my way. You are the day in the morning.